Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger. Wir werden heute gemeinsam auf Experiment Hydraulic Press versus Pop-It reagieren. Ich weiß nicht, was ein Pop-It ist, aber auf jeden Fall werden heute wieder Dinge von einer hydraulischen Presse zerstört. Da sind wir natürlich wieder direkt mit dabei, Leute. Wir starten rein in 3, 2, 1. Lasst ein Like und ein Abo da und let's go mit dem Video. So, zeig mal hin hier, was hier alles zerstört wird, Alter. Wir sind ja hier nicht zum Spaß, ne? Wir sind ja hier nicht zum Spaß hier. Boah, der Typ, den wir jetzt wieder komplett zersägen. Diese Mr. Elastic Man. Oh, guck mal, was für dünne Beine der hat. Der hat wieder Beine nicht trainiert, Alter. Boah. Boah, lass diesen armen Typen doch in Ruhe. Immer kassiert der, Alter. Boah, guck mal, wie viel der aber aushält, ne? Wie elastisch das auch ist. Bis der mal wirklich reißt. Sehr, sehr krass. Sehr, boah. Weiß auch gar nicht, wie der das immer schafft, diese hydraulische Presse sauber zu machen, ey. Vielleicht hält er da auch einfach mit einem Ding rein. Mit einem Kärcher. Das war's komplett. Feuerzeug. Streichhölzer. Okay, okay. Ist jetzt natürlich die Frage, was soll da passieren? Hä? Ach so, das ist jetzt schon wieder ein anderes Experiment. Ich dachte, das wäre nur hydraulisch. Hydraulische Presse-Dinger. Guck mal, wie viel Arbeit das auch ist. Die ganzen Dinger auspacken, zusammenkleben. Uiuiuiuiuiuiui. Ja, das. Und darauf will er jetzt ein Ei braten, bestimmt, ne? Lass mich raten. Das wird aber auch gut heiß werden, ne? Das kann ich dir schon mal sagen. Das wird richtig hot. Also mit dem Ei braten, das wird funktionieren. Guck mal, wie ich einfach wusste, dass er ein Ei braten will. Also sogar mehrere. Okay, mashallah. Ist halt nur die Frage, wie gut man die danach noch essen kann, weil das wird halt eine riesen Flamme da drum geben. Mit sehr viel Ruß, was da auch rauskommt. Mal schauen, wie essbar das danach dann noch ist. Aber, okay, wir werden sehen, wir werden sehen. Wildes Experiment hier an dieser Stelle. Puh. Das steht halt einmal komplett in Flammen. Denkt ihr, das ist noch essbar, Leute? I don't know. Schwierig, schwierig, schwierig. Weil, sieht eigentlich gut aus. Sieht lecker aus. Sieht sogar echt ganz gut aus, ja. Kann es halt wirklich essen. Könnte für meinen Geschmack sogar noch... Ja, okay, ist halt unten angebraten. Für meinen Geschmack vielleicht noch ein bisschen mehr durch sein, auch oben, aber... Ja, weiß, okay. So, wir haben eine Knetfigur aus Angry Birds und das wird da gleich wieder so rausquillen. Das sieht irgendwie so ekelhaft aus, wie so Würmer, Alter. Boah. Die Hydraulikpresse macht das Ding richtig fertig. Ach du Scheiße. Okay, eine richtig heiße Kugel versus Lippenstift. Und der Lippenstift wird natürlich direkt flüssig bei diesen Temperaturen. Das ging schnell. Ich dachte, der wird ein bisschen länger noch durchhalten. Der Ball aber, bam, direkt weg damit, Alter. Nice. Erstmal Fußball spielen damit. Was ist das? Sind das diese Pop-Its, was auch im Titel steht? Doch, es könnte sein, weil das macht auch so Pop, wenn man da drüber fährt. Aber was ist das denn? Ich kenne das gar nicht.
Ist das so Spielzeug oder was? Schreibt es mal in die Kommentare. Kennt ihr diese Pop-Its? Was denkt ihr, wird passieren? Ich glaube, das wird einfach nur ultra flach gedrückt. Ist halt so elastisch. Lol, sieht fast so aus, als wäre nichts passiert, ey. Lol, Alter. Die stecken das ja anders weg. Sieht man eigentlich gar nicht mehr an. Oh. Aluminiumkoffer. Oh, Laser. Jetzt gibt's ein saftig-knaftiges Laser-Experiment. Ich sehe doch schon hier. Der Laser wird ausgepackt. Guck mal allein, was das für ein Geräusch macht. Ganz gefährlich. Laserschwert. Wenn dieser Laserstrahl herauskommen würde, noch dicker und stärker wäre, dann wäre das wirklich ein Laserschwert, weil die haben ja auch immer diese Metallgriffe. Das wäre schon sehr, sehr krass. Was ist das da? Irgendwie Blei oder so? Wie Blei aus? Sieht irgendwie giftig aus. Ah, er macht wieder diese... Nee, ist halt wie an Silvester mit Bleigießen, ne? Wahrscheinlich so. Er macht hier so eine Blei-Lego-Figur und der wird wahrscheinlich gleich mit einem Laser auseinandergenommen. Ist halt ultra weiches Metall, ne? Das bei Hitze fängt das direkt an zu schmelzen. Je, man. Der Arme, ey, du machst direkt in sein Gesicht, Alter. Sheesh. Schmilzt den halt einfach weg. Er macht den einfach mit Laser weg. Sieht irgendwie satisfying aus. Hier werden Lollis gecrushed. Bam. Was ist denn jetzt? Hallo? Ach, Video fertig. Ja gut, Leute, das soll es gewesen sein. Experimente mit der hydraulischen Presse und andere Sachen. Ich hoffe, es hat euch natürlich immer gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dann, haut rein, Leute. Euer Crimex.